Publikum unsere Ausstellung 625 Jahre Rudo und Buko. Wir haben hier uns mit dem Rudoer-Teil beschäftigt und ich würde mich freuen, wenn zu diesem Ereignis unser Bezirksbürgermeister einige Worte an uns richtet. Lieber Herr Ziemer, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Herr Köhn, Herr Grabowski, Frau Bock, lieber Herr Conny, ich heiße euch recht herzlich hier in Neukölln willkommen und freue mich, dass wir heute hier in Rudo Gäste des Rudoer Heimatvereins sein dürfen, anlässlich der 625-Jahr-Feier von Rudo und von Buko. Wir haben ja schon viele Feierlichkeiten hinter uns. Und wenn du sagst, du musst praktisch gucken, wie viel Urkunden ihr noch findet, um neue Feierlichkeiten herbeizuführen, dann kann ich nur sagen, hier in Rudo wird jeden Tag gefeiert. Die lassen nichts aus. Aber es gibt ja insgesamt in unserer Umgebung viel zu feiern. Heute sind es praktisch drei Sachen, neben den anderen Veranstaltungen, die heute noch stattfinden. Nach meinem Kalender sind es mindestens 10 wieder. Wir haben einmal unser Geburtstagskind Dieter Hermann. Herzlichen Glückwunsch, Dieter. Wir haben dann heute 700 Jahre Stadtrechte der Stadt Kemmen, bei euch oben in Spandau ja in der Nähe. Und diese 700 Jahre Kemmen sind ja auch ein geschichtlicher Anlass, um einen Satz darüber zu verlieren. Denn wenn es den Ort Kemmen nicht gegeben hätte und seine Umgebung, dann wäre die Geschichte in Spandau und in Rudo anders verlaufen. Denn im Jahre 1410 gab es die große Schlacht bei Kemmen, in der erstmalig die Hohenzollern eine Schlacht hier in der Mark Brandenburg gewannen und den Quitzus und wie sie alle hießen, den Hintern versohlt haben. Seitdem sind die Hohenzollern also hier ansässig und das Kreuz auf dem Kremner Damm erinnert ja noch an diese berühmte Geschichte und seitdem hat sich eben alles verändert. Auch Rudo ist nicht ganz an den Hohenzollern vorbeigekommen, denn sie hatten ja viele Jahrhunderte auch die Herrschaft hier gehabt und das ist, glaube ich, dem Dorf auch nicht schlecht gekommen. 625 Jahre Rudo, das sind Tatsachen, die es gebührt zu feiern. Wir hatten ja neulich schon den offiziellen Festakt, wie auch immer betrachtet werden mag. Und wir hatten dann am letzten Sonntag die große Ausstellung der katholischen Kirche hier in Rudo, wo Lothar Hermann alles zusammengetragen hat, um die Geschichte der katholischen Kirche in Rudo darzustellen. Und da Sie so zahlreich heute hier versammelt sind, kann ich nur ermuntern, drei Schritte weiterzumachen. Die Ausstellung ist heute eröffnet und kann auch noch besichtigt werden. Herzlichen Dank für die Mühe, die Sie sich gemacht haben, Lothar Hermann, für diese schöne Ausstellung. Dazu gibt es vielleicht auch noch eine Anekdote zu erzählen. Die katholische Kirche, es war die älteste hier in Rudo, aber sie war nicht immer da. Und wenn es nach der Meinung der Bevölkerung gegangen wäre, wäre sie vielleicht immer da gewesen. Ich könnte mir vorstellen, das ist bei einer Chronik von Rudo nicht so festgehalten, aber in Buko ist es festgehalten. Als im Jahre 1539 dann die Reformation offiziell in Preußen eingeführt wurde, dann sollten auch die Dörfer protestantisch, evangelisch werden. Und da kann ich nur sagen, meinen Vorfahren gefiel das überhaupt nicht. Sie haben den Pfarrer, der sofort die Wende bekommen hat. Eigentlich müsste da in Buko denn der Wendehalt sein und nicht in Rudo. Aber er hat die Wende bekommen und ist sofort übergetreten zum anderen Glauben. Und das hat meinen Vorfahren in Buko überhaupt nicht gefallen. Sie haben den Herrn verdroschen und haben ihn aus dem Dorf geschmissen. Aber wie es so war, der Kurfürst hat dann entschieden und auch Buko musste dann protestantisch werden. Wir mussten eine Strafe zahlen. Naja, aber vielleicht kommt es deshalb, dass ich mich in beiden Kirchen so gut zu Hause fühle. Das ist also die Geschichte zur Kirche hier in Buko und in Rudo. 625 Jahre, Konrad, ich weiß nicht, ob du weißt, was in der Urkunde drinsteht, die überhaupt dieses Geburtsdatum begründet. Und zwar regierte damals hier in Brandenburg kein Hohenzoller, kein Askanier, sondern ein Wittelsbacher, Markgraf Otto der Faule. Der regierte hier in der Mark Brandenburg. Und er bestätigte den damaligen Gutsherrn und Ritter von Rudo, Melike von Deirecke, eine Wiese gelegen zwischen Buko und Rudo. Und diese Urkunde trägt das Datum 4. Juni 1373. Und das ist praktisch die Geburtsurkunde beider Dörfer. Ansonsten wären wir wahrscheinlich zwei Jahre jünger, dann wären wir wahrscheinlich erst erwähnt worden, was wir wohl erwähnt worden sind, aber es erstmalig
1375 in dem berühmten Landbuch Kaiser Karls IV. Aber wie gesagt, durch diese Urkunde sind wir etwas früher. Und ihr könnt euren Terminkalender schon zücken, denn in 2 Jahren können wir dann 625 Jahre von Britz feiern. Das ist nämlich das dritte Dorf hier im Süden des Bezirkes Neukölln von Berlin. Ja, ich habe schon einen Blick in die Ausstellung geworfen. Der Heimatverein Rudow hat sich wieder sehr viel Mühe gegeben, um alles zusammenzutragen. Und ich glaube, es ist ja schon erstaunlich, in der heutigen Zeit, wo nur jeder an sich selbst denkt, oder die meisten, dass es noch Leute gibt, die wieder ein Gefühl für die Heimat gefunden haben und sich seit über 10 Jahren damit beschäftigen, alles, was Wissenswertes über Rudow vorhanden ist, zusammenzustellen und in jedem Jahr diverse Ausstellungen zu veranstalten. Lieber Herr Ziemer, dafür gebührt mir nochmal Anerkennung auszusprechen. Und er ist ja am letzten Sonntag schon geehrt worden für seine hervorragende Arbeit durch die Verleihung der Neuköllner Ehrennadel. Noch einmal herzlichen Glückwunsch dazu. Die Ausstellung 625 Jahre Rudow hiermit eröffnet. Herzlich herzlich. Sie haben leider keine Jungfrau mehr. So, dann darf ich die 25. Ausstellung zur 625 Jahre eröffnen. So. Ich darf Sie begrüßen hier in unserer Ausstellung 625 Jahre Rudow. Genau am 4. Juni 1373 wurde Rudow erstmals urkundlich erwähnt. Das heißt, das ist damit auch das historische Datum, um die 625 Jahre zu feiern. Rudow ist aber insgesamt viel, viel älter. Das heißt, schon in der Eisenzeit und in der Bronzezeit haben hier in Rudow Leute, Menschen gesiedelt. Und zwar, es gab ein Dorf, das hier ausgegraben wurde. Es gab einen großen Flechtwerk, Brunnen. Dieser Brunnen ist heute im Märkischen Museum in Mitte. Es sind verschiedene Werkzeuge gefunden worden. Als Opfergaben wurden viele Gegenstände auch in den Brunnen geworfen. Das sind alles Sachen, die jetzt im Märkischen Museum bzw. im Museum für Vor- und Frühgeschichte zu sehen sind. Wir haben hier so mal die Fundstellen. Also quasi rundherum in Rudow sind die Fundstellen hier. Und zwar, warum siedelten die Leute damals schon hier? Rudow liegt auf dem Teltow, das heißt Richtung Teltow-Kanal, der ja damals noch nicht bestand, sondern erst um 1900 gebaut wurde. Hinterm Teltow-Kanal sind alles tiefe Wiesen, feuchte Wiesen. Hier auf dem Teltow, wo es etwas höher lag, war man also im Trockenen. Und darum siedelte man hier. Es war, wie gesagt, bereits in der Steinzeit wurde gesiedelt. Hier haben wir also so gelegte Steinbeile, Tontöpfe. Hier dann aus der Bronzezeit haben wir Nadeln, Armreifen, die verschiedenen Gefäße. Wie gesagt, insgesamt über ganz Rudow verteilt. Aus der Latenzeit haben wir auch verschiedene Töpfe, sprich Urnen. Da wurden teilweise auch Tiere verbrannt und dann hier beigesetzt. Ja, und 1375, 2 Jahre später, wurde das Landbuch
vom Kaiser Karl herausgegeben. Und in diesem Landbuch wurden festgehalten, welche Dörfer hier in der Mark Brandenburg waren, welche Orte hier waren, welche Abgaben getätigt wurden, wer was bekam zum Leben. Der Pfarrer bekam bestimmte Sachen, der Lehnsherr bekam bestimmte Sachen. Wie gesagt, aber die erste urkundliche Erwähnung ist bereits schon 2 Jahre vorher gewesen. Da hat der Bethige Lyrike ein Lehen erhalten, gelegen zwischen Rudo und Buko. Diese Familie hat auch ein eigenes Wappen. Das kann man hier sehen. Das ist das Wappen, das das Bezirksamt auch für Rudo dann geprägt hat. Hier haben wir mal so verschiedene historische Karten, um einfach einmal zu zeigen, wie sich Rudo entwickelt hat. Hier links haben wir den Ausschnitt aus dem Feldmarktplan von 1777. Dieser Plan wurde von dem früheren Heimatforscher Galle, das war früher der Reviervorsteher hier in Rudo, 1965 gezeichnet. Und hier daneben haben wir einen Ausschnitt aus der Rheinkarte von 1842, auch von Herrn Galle gezeichnet. Auf beiden Plänen sieht man die alten Bockwindmühlen, die wir hier hatten. Man sieht die H-Form des Dorfes, man sieht auch die Spinne, wie sie heute noch da ist. Man kann den Krug erkennen, man sieht die Schmiede, man sieht das Jagdhaus, man sieht das Gut, hier oben ist das Gut, das Rittergut. Man sieht die Kirche. Dann können wir hier 2 Pläne von 1842-43 beziehungsweise dann ergänzt von 1915 hier zeigen. Hier ist auch wieder das Gelände vom Freigut, hier mit dem Jagdschloss. Hier ist das Rittergut. Mal wieder, hier ist auch noch nicht nur die Kirche drauf, sondern hier ist auch noch die Bezeichnung Kirchhof. Also nicht Friedhof, sondern Kirchhof. Hier haben wir auch noch den Krug und die Schmiede wieder. Dann haben wir als nächstes einen Bebauungsplan, wie man sich die Siedlung von Rudo vorstellte, und zwar es wurde dann ja auch um 1900 der Teltowkanal geplant und gebaut. Die Terrengesellschaft teilte die Grundstücke am Teltowkanal auf, um dort die erste Industrie auf Rudoer Seite anzusiedeln, und man plante auch schon damals großzügig diese Straßenzüge und die großen Blöcke. Hier haben wir einen weiteren Bebauungsplan von 1920. Einiges Gelände von der Terrengesellschaft wurde von der Commerz- und Diskontobank übernommen und für die Siedlung und Besiedlung vorbereitet. Dann haben wir hier als 2. Teil eine Fotoausstellung, und zwar als erstes das Gemeindehaus hier, gleichzeitig früher die erste Schule und die Rudower Kirche. Hier haben wir wieder nochmal die Rudower Kirche und den Dorfkrug, der 1799 mal abbrannte, 1802 wieder neu gebaut wurde und so heute noch, wie er gebaut wurde, hier steht.
Hier haben wir jetzt eine Abbildung vom Neubau der katholischen St. Josef Kirche. Früher stand hier die alte St. Josefs Kapelle und das Ursulinenkloster. Hier haben wir zwei Fotos von der Freiwilligen Feuerwehr. Es war ja oft so, wenn Alarm war, dann mussten die Bauern erst und auch der Schmied mussten dann erst vom Feld zur Feuerwehr. Die Pferde mussten eingespannt werden und dann konnte man erst losfahren. Haben wir mal zwei Fotos, und zwar den Blick vom Katzenpfuhl oder Kartenpfuhl über den Neudecker Weg nach Alt-Wodow, beziehungsweise hier jeweils immer zur Dorfkirche. Ein Überblick von der Rudower Höhe, das heißt, hier ist fehlerhaft geschrieben noch Milchkippe, es war also eine reine Schuttkippe, der sogenannte Dörferblick. Im Dreieck Großzieten Schönefeld, das war eine Müllkippe, die auch jetzt noch nachgast und das Gas wird abgepumpt und die Treibhäuser unten am Berg werden damit beheizt. Hier bei Ethanit war es eine reine Schuttkippe. Von hier aus kann man noch über die alte Pfarrsiedlung rüber zum Dorf sehen. Heute gibt es eine neue Pfarrsiedlung, eine Neubausiedlung, wo quasi Erdgeschoss und erste Stock jeweils eine Gartenbenutzung hat. Der Müller Brandt wohnte, wo jetzt an der Spinne Reichelt ist, und hatte er sein Wohnhaus und seinen Laden, und seine Mühle war oben in der Schönefelder Straße, die 1918 abgebaut wurde und ins Umland verkauft wurde. Hier haben wir nochmal dann einen Blick vom Selgenauer Weg her nach Rudow. Heute sind diese Felder auch bebaut. Hier haben wir noch ein altes Foto von der Krokusstraße 80. Das ist das älteste Bauernhaus in Rudow. Das ist jetzt etwas umgebaut, steht aber weiterhin auch unter Denkmalschutz. Es ist eine italienische Gaststätte jetzt drin. Hier sieht man einmal das Jagdschloss. Das ist heute ein Privathaus. Und hier sind noch die Ställe vom ehemaligen Kartenhaus. In dem zweiten Raum wollten wir den Besuchern mal zeigen, dass der Heimatverein also mehr macht als nur Wanderungen oder einen Stammtisch, sondern dass wir uns also auch mit der Geschichte befassen, dass wir auch Forschung betreiben. Es gibt verschiedene Mitglieder, die zum Beispiel in das Staatsarchiv gehen, die in verschiedenen hier zur Kirche gehen, dort die alten Kirchenbücher einsehen oder auch ins Grundbuchamt und dort dann Daten aus dem alten, nicht mehr bestehenden Grundbüchern abschreiben, um einfach mal nachzuvollziehen, wie sich die Eigentumsverhältnisse der Grundstücke gewandelt haben. Wir haben hier mal als Beispiel eine Rheinkarte, da sind die verschiedenen Kosseten und Bauern abgebildet, beziehungsweise hier haben wir den Schmied und hier haben wir das Gut. Und um einfach als Beispiel und unserer Arbeit hier etwas zu zeigen, haben wir gesagt, wir nehmen uns vier Grundstücke mal. Als erstes den Müller Brandt, den Krüger, sprich der auch den Krug hatte,
den Schmied, den Schmidt und das Gut. Hier fangen wir an. Wir haben hier unsere erarbeiteten Ergebnisse einmal, wie, wann, wer Eigentümer war. Mit dieser Geschichte hat sich auch ein Rudower befasst, und zwar der Herr Effahn. Der hat eine Broschüre mal herausgegeben. Der hat dieses Ergebnis, das der Herr Effahn erarbeitet hat, können wir hier auch zeigen. Man sieht dann hier die alte Bockwindmühle. Hier ist sie auch nochmal vom Weiten zu sehen. Und die Familie Brandt vor ihrem Haus. Hier sieht man nochmal an der Spinne das Haus der Familie Brandt. Durch Bau der U-Bahn, Bau einer Umgehungsstraße wurde das Haus verkauft und es wurde ein großer Laden dorthin gebaut. Das sieht man dann hier. Nächstes haben wir uns, wie gesagt, mit der Schmiede befasst. Hier haben wir die verschiedenen Eigentümer wieder uns rausgesucht, und zwar von 1721 bis in die neue Zeit. Wir haben wieder auch von Herrn Effahn seine Ergebnisse bekommen. Hier haben wir dann eine alte Rechnung von 1944, vom Februar 1944. Hier sieht man dann die Schmiede und daneben die Freiwillige Feuerwehr, die inzwischen jetzt abgerissen ist. Hier kann man sehen, wie das Eisen auf das Rad aufgezogen wurde. Hier unten ein Blick in die alte Schmiede. Als die Schmiede nicht mehr so benötigt wurde, wurde ein Eisenwarenhandel mit aufgemacht. Familie Schmidt fuhr dann 1912 das erste Auto in Rudow. Und hier haben wir noch so einen Blick in den damaligen Laden. Dann haben wir uns mit dem Rittergut beschäftigt, mit den Eigentümern. Einer der letzten Eigentümer war die Familie von Bender. Hier haben wir den Herrn von Bender abgebildet. Auf dem Bild daneben den Kutscher Franz. Als Herr von Bender starb, ist der Kutscher Franz regelmäßig jeden Sonntag mit seinem Ordensspange zum Friedhof gegangen und hat dort eine kurze Ehrenwache gehalten. Auf dieser Reproduktion einer alten Postkarte ist auch das Gut wieder mit abgebildet. Da auf dem Gut der Familie von Bender oft auch der Kaiser da war und die Familie, einmal die Frau von Bender bzw. einmal die Tochter, Tagebuch führten, haben wir diese Tagebuchaufzeichnung abgeschrieben und den interessierten Besuchern hier zur Verfügung gestellt. Man kann anhand dieser Tagebuchaufzeichnung eigentlich sehen, wie die Leute früher lebten. Der Herr Effahn ist dabei, ein zweites Buch vorzubereiten und hat sich in diesem zweiten Buch mit dem Rittergut auch befasst. Er hat uns netterweise seinen Text, den er für dieses Buch geschrieben hat, auch zur Verfügung gestellt. Die interessierten Besucher können hier den Text dazu lesen. Wir haben dann noch einige Fotos. Das Gut, wie gesagt, ist ja heute abgerissen. Wir freuen uns aber, dass wir einige
alte historische Fotos noch vom Gut haben. Hier sieht man nochmal Köpenicker Capgrosser Straße, das Hauptgebäude. Hier drunter dann diese Nebengebäude. Von der Rückseite dieser schöne Eingang. Und dann gehörten alle möglichen Stallungen und Scheunen, große Steinscheunen dazu. Bis auf eine große Scheune sind alle Gebäude abgerissen worden. Es ist ein großer Neubau auf dem Grundstück errichtet worden. Es war zuerst eine große Postfiliale drin. Da die Post nicht mehr die gesamten Räumlichkeiten benötigte, hat man die Räume geteilt, eine kleine Postfiliale daraus gemacht und ein Café am Markt hat sich dort mit etabliert. Ferner ist noch ein großer Filialbetrieb dort. Ja, Sie haben einen kleinen Eindruck von dieser Ausstellung. Wenn Sie Interesse haben an unserer Ausstellung, an der Geschichte Rudos, der 625-Jahr-Feier, kommen Sie doch vorbei und schauen Sie mal rein.